Hallo und herzlich willkommen zu Syndicate Part 10. Ja, schon die 10. Folge und satt habe ich es immer noch nicht. Denn wir sind an einer ziemlich geilen Stelle. Vorhin ging es ja heiß her und ich denke mal, gleich wird es noch heißer. Habe ich mir so im Vertrauen sagen lassen, mal gucken, ob die Person mich nicht so ganz enttäuscht hat. Aber ohne viel Geschwafel, weiter geht's. Die wollen höher, Kilo. Ich schau mal, ob ich hier einen Extraktionspunkt finden kann. Finde ich gut. Also, ich denke mal, ein bisschen höher. Ja, letztens kam ja einer mit so einem Schrotgewehr. Der war ja nicht so ganz tofte. Der hatte aber ein Energieschild. Und ich frage mich, eigentlich habe ich auch so gelevelt. Dachte gelevelt zu haben. Hier, das hier. Aber irgendwie merke ich davon nichts. Ich glaube, ich bin einfach zu blöd, um das zu kapieren. Aber, naja, ich werde das schon irgendwie gebacken kriegen. Da ist er. Was ist das denn für ein Typ? Na super. Das war ja ein Sprung. Suizid. So, erstmal so. Ah, schmeißt er die Granate. Aha, komm, schnell. Ich will die haben. Ach, so. Hat das nichts genützt irgendwie? Granate kann ich außer Gefecht setzen. Das ist nämlich super. Boah. Ja, Kopfschüsse gehen nicht so gut. Die sind gut gepanzert. Ah, da ist es. Da war's. Also ich, wie ihr vielleicht zwei, drei Folgen davor gemerkt habt, stehe ich ja total auf die Minigun. Ja, die Knarre gefällt mir auch nur leider keine Munition mehr. Ja, toll, da ist die Schrotgewehr. Ach, zu hell jetzt. Oh. Wechsel. Ja, echt zu hart. Ich versuche mal was. Ich hatte hier Überzeugung. Vielleicht bringt mir das irgendwo weiter. Bist du? Ja. Bringt das was? Ja, komm. So. Zack. Er ist tot. Was mit dir? Wird das was? Ja, gut. Greif ihn an. Komm, mein Freund. Wenn schon mach's richtig. Das ist zu spät. Ah, da ist er wieder. Den meinte ich. Da ist der Typ wieder. Mit dem blöden Schrotgewehr. Ah, jetzt versuche ich mal was. Nein, Schrot. Komm. Ah, Granate. Eieiei. Ich spiele mal wieder ziemlich bescheiden. Komm. Ah. Nee, Nahkampf kann ich irgendwie auch nicht. Ich hab's vergessen. Verdammte Hacke. Ja, super. Verdammte Hacke. Ah, schnell weg, Kido. Ach, ich stelle mich doch wieder so richtig super an. Granate her. So, wieder Dart. Dein Schild habe ich ja... Komm, vorhin down geschossen. Oh, ich hasse das, wenn ich da irgendwo hängen bleibe und dann nichts sehe. Ach, Gottchen. Wie viele Granaten müssen noch um dich ballern, mein Freund? Du bist ja wohl schwer von KP. Kannst du nicht hier einfach die mit Granaten rumschießen? Habt ihr den jetzt gesehen? Ey, das sieht doch mal stark aus, wie er da hockt. Ist echt gut. Aber ich werde erstmal ein bisschen Munition aufsammeln. Das geht ja hier gar nicht. Ich bin ja hier echt arm. Muss mich ja schon gut vorbereiten, wenn das schon was werden soll. Aber ich denke mal, ich kann den Lift hier benutzen, oder? Ich wollte doch hoch, oder? Nicht hoch? Hallo? Elevator? Ah, scheinbar außer Betrieb. Ja, da muss ich wieder laufen. Ja, ich sollte auch auf den Wegpunkt achten und da ist was zum Einsammeln. Na komm. Hallo? Mitnehmen. Dankeschön. Einmal eingesammelt. So. Da rein. Wo lang? Erkannt. Data's Gate Verstoß. Ein Cayman Global Dropship wurde gerade auf dem Weg zu einer Abholung enttarnt. Okay, also das heißt, wir kämpfen jetzt schon wieder gegen so ein blödes Dingen. So ein Hubschrauber. Eliminierung. Gefällt mir nicht. Oh, oh. Oh.
Kai? So. Ich versuche schnell durch. Komm, 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 komm. Verdammt. Ich hab gedacht, ich könnte... Da ist was zum Hacken, vielleicht so ein Geschützturm. Hätte mir ja was um einiges ersparen können. Also so. Du legst dich ja schön hin. Das finde ich gut. So. Ach, nee. So, du bist down. Also sehr wenig Munition hat das Ding leider. Aber es hält mich nicht auf. Ich will zu der Dr. Grow. Nichts da, mein Freund. Ach so, da steckt einer. Ach, guck mal. Also du gehst mir da ziemlich am Keks da hinten. Nein, das tut mir jetzt nichts. Suizid will ich nicht jetzt einsetzen. Ich will Sven schon eher da hinten einsetzen. Komm. Ah, wie kann ich die Granate benutzen? Muss glaube ich irgendwie RB vielleicht? Nee, bringt gar nichts von. Kann ich die Granate einsetzen? Ach, immer, Leute, wie viele seid ihr jetzt? Jetzt mal ohne Flachs. Wie viele seid ihr? Also irgendwie habe ich so ein Gefühl, hier ist ein Wespennest. Na, ja, sag mal. So, jetzt geht mir das aber tierisch am Keks die ganze Zeit. Kea, kea, kea. Man kann ja übertreiben. Ach, jetzt seid ihr auf einmal weniger geworden. Also ich glaube, wäre ich die ganze Zeit dahin gewesen, würde nur noch neue spawnen. Das mag ich ja überhaupt nicht. Wenn viele Leute einfach spawnen. Vielleicht bei manchen Stellen ist das ja irgendwo okay. Hier nicht. Hast du gerade eine Granate geschmissen? Sah echt so aus. Ich geh mal oben lang. Okay. Ah, wie stark. Ah. Ups. Sorry. Also, irgendwie nicht. Oder doch? Das muss ja böse gewesen sein. Eieiei. Okay, ich bin auf dem Dach. Scheiße, ihr Fluchtschiff ist startklar. Was mit uns? Uns bleibt nicht viel Zeit. Humanobjekt Lelie. Alles klar. Da muss ich mich gleich ein bisschen beeilen. Aber das schleunigt. Also, die geben sich auch ganz schön Mühe. Aber das liebe ich ja. Action liebe ich sowieso. Was wäre wirklich Action ohne ein bisschen Gegenwehr? Wäre jeder Film echt eine Langeweile. Oder dieses altbekannte bei Actionfilmen, warum halt die Pistole unendlich Munition? Naja, ich meine, wer will einen Actionfilm sehen, wenn die geballern und die Leute ballern, nach 8 Kugeln ist alles vorbei. Ja. Was ist das? Ach so, das war Munition. Das ist ja sehr doof. Okay. Ach. Ja, sag mal jetzt, ist mir egal. Du bist... Ach so, ein Typ bist du. Ah, verdammte Hacke. Ja, darauf habe ich nur gewartet. Ich wurde ja auch so oft angegriffen. Ah, das war jetzt auch ein bisschen unfair. Ja, das war wirklich unfair. Ich hoffe, ihr seht es auch so. Hat nichts mit meinem Talent zu tun. Nein? Ja, ist gut. Vielleicht ein bisschen. Uns bleibt nicht viel Zeit, Humanobjekt Lelie Jones zu befreien. Bisschen mehr wahrscheinlich. Sag mal. Du bleibst mal liegen. So. Ohne groß Geschwafel. So, schalte ich dich jetzt aus. So. Ich rüste mich direkt hier aus. Eine komische Musik. Mobile Cayman Global Kampfzentrale. Hier geblieben. Okay. Schnell, schnell. Ah.
Ah, ich kann ihn direkt ausnocken. Das ist ja mal cool. Und ich dachte, die Typen sind härter. Muss aufpassen. Fehlfeuer. Dart 6. Hinsprinten. Am besten Waffe tauschen. Und ausschalten. Ja. Also sollte doch ab und zu meinen Kopf benutzen. Oh. Okay. Ich wollte es so erledigen. Oder war geplant. Aber irgendwie wird das wieder nichts. Och Mensch. Komm, dann hilf du mir wenigstens. Ja, komm. Tu mir den Gefallen, erledige den. Ich habe mir eigentlich mehr davon versprochen. Ach. So, und du bist ja eh down. So, schnell, lass mich weiter. Wo lang? Ach du Heiliger. Das ist ein Scherz, oder? Das ist doch ein Scherz. Das ist doch ein Scherz. Ihr wollt mich doch hier veräppeln. Der hat die Betsy. Nein. Das ist doch. Ist doch Käse. Das ist doch Käse. Ey, Leute. Der hat meine Waffe. Noch gegen mich? Alles klar. Ja, kann ich das überspringen? Nein, kann ich nicht. Auch doof. Ja, Leute, ich habe noch ein paar Minütchen. Vielleicht kann ich das noch irgendwie schaffen. Aber ich bezweifle es. Erstmal verrückt. Ich will erstmal die Leute hier loswerden, bevor ich da mich um den kümmere. Ja, war ja wieder klar. Okay. Los. Kopf. Ich schaffe es. Ich hab dich gleich down. Ey, Mann, hatte ich dich nicht gleich? Spinn nicht, Leute? Hatte ich den nicht fast schon? Ne. Das gibt's doch jetzt nicht. Ich werd doch bekloppt. Ruhig bleiben, Alpha. Ganz ruhig. Ich dachte eigentlich, an so einem schönen Sonntag wird das viel besser für mich laufen. Aber ich habe mich geirrt. So, als erstes Lucy. Aber irgendwie blickt mir dieses Suicide nicht, weil der Typ da schon da hinten wegläuft. Ich muss erstmal seine Kompanen loswerden. Komm, mein Freund, komm, zeig dich. So. Ja, ist gut, Mensch. Jetzt habe ich dich gehackt. Das meinte ich. Ich meine, ich war doch so verwundbar oder hab ihm so Schaden zugefügt. Aber anscheinend hat er mehrere Schilde. Ah, verdammt. Oh. Ah, komm. Das ist jetzt übertrieben. Ah, ich befürchte, dass ich das nicht schaffe. Komm. Tut mir leid, Leute. Ja. Sorry, Leute, dass ich gerade an so einem spannenden Teil jetzt cutten muss. Tut mir leid, dass ich auch nicht so viel vielleicht geredet habe oder ein bisschen wirr, aber das war jetzt für mich ziemlich aufregend und nervtötend. Aber naja. Ich meine, Sonntag soll eigentlich Ruhetag sein, aber egal. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Abonniert, kommentiert, bewertet und wir sehen uns am Montag wieder. Ciao.